Bereits in meiner damaligen Schulzeit ging die Legende der weißen Frau der Sprache rum. Die weiße Frau sollte eine Geistergestalt sein, die gegen Mitternacht an der blauen Brücke der L282 zwischen Lachendorf und Lachterhausen bei Celle vermehrt gesichtet worden sein. Die Sichtung verursachte in der Vergangenheit viele Unfallopfer. In der Beschreibung habe ich für euch eine Videodokumentation und einen ausführlichen Beitrag dazu verlinkt. Ich persönlich glaube zwar nicht an paranormalen Erscheinungen, aber deswegen und genau deswegen aus genau diesem Grund bin ich und mein Bruder zur blauen Brücke gelaufen, extra um dort rumzuschlafen. Ich bin in Aigling angekommen und hier neben mir steht mein Bruder rum. Und er geht jetzt zu Netto rein und holt uns ein paar Sachen raus. Und wenn da wieder zurückgekommen ist, dann laufen wir zu dorthin, wo die weiße Frau rumschwebt. Und dann pennen wir dort. So, jetzt einpacken und dann Wanderung dorthin, Start kommt. Weißrötliche Hähnchenfleisch gefunden. Mit graue Punkte dran. Weiße Hähnchenfleisch gefunden. Ohne Rot dran und diese grauen Punkte. Die sind größer, glaube ich. Die haben viel mehr Fett dran. Diese ganzen Autos nerven uns. Die stört. Wir gelaufen jetzt aus Aiglingen raus, so ungefähr. Also gleich sind wir gerade dabei, aus Aiglingen rauszulaufen. Urinfarbige Papiere gefunden. Noch mehr urinfarbige Papiere gefunden. Da drüben sind auch urinfarbige Papiere. Ich habe euch urinfarbige Papiere gezeigt. Urinfarbiger Pfosten gefunden. Und der hat seine Isomatte verloren. Wir sind in Klostergemeinde Wienhausen angekommen. Bierpower. Leute, ich habe eine Erinnerung. Und zwar, guck mal, das da vorne, das ist Freie Evangelische Gemeinde Wienhausen oder sowas. Keine Ahnung, Kloster oder weiß ich auch nicht, was das sein soll. Weiß ich bis heute nicht. Aber das steht da halt rum. Und das hier, das war unser Umsteighaltestelle gewesen. Da musste man irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder 30 Minuten oder so auf den nächsten Bus warten. Und hier umsteigen, wo ich dort früher in Aigling zur Schule ging. Ich weiß zwar nicht, ob das heute immer noch hier der Fall ist, dass man hier umsteigen muss, aber zumindest damals, wo ich hier zur Schule ging, war das so. Und ich weiß noch ganz genau, es war mal Winter gewesen und es war richtig glatt gewesen. Und genau hier vorne, da war eine glatte Eisstelle gewesen. Da bin ich ausgerutscht und bin voll auf dem Steißbein gefallen. Es hat wochenlang geschmerzt dann. Das war voll widerlich gewesen und ekelhaft. Es hat mir nicht gefallen. Aber so ist das halt so. Dann konnte ich ein paar Wochen keinen Sport machen oder so. Weil es so wehgetan hat. Aber genau, das hier, das ist diese ehemalige Umsteighaltestelle von damals. Als ich in Aigling zur Schule ging, das war von der 5. bis zur 7. Klasse, zweites Halbjahr, glaube ich, war das gewesen, genau. Das weiß ich doch ganz genau, das habe ich aus meinen letzten Gehirnzellen herausgezimmert. Wir laufen jetzt durch Ortschaftsmitte durch und guck mal. Da drüben ist eine Pizzeria. Früher, wo ich hier gelebt hatte und auch die ganzen vielen Jahre später auch, da war hier immer ein Kiosk und jetzt steht hier eine Pizzeria drin. Wir sind gerade aus Wienhausen ausgelaufen und wir laufen jetzt nach erstmal nach Oppershausen. Das ist ja auch eine Ortschaft, wo ich nicht früher gewohnt hatte, aber auf jeden Fall hatte ich da gute Freunde gehabt zu der Zeit. Das hier vorne, das ist diese Allerbrücke kurz vor Oppershausen. Hier bin ich schon mal reingesprungen in dieses Wasser. Oh. Ja, im Oppershausen gefunden. Bierpower! Wir laufen jetzt gerade durch Oppershausen Ortsmitte. Das machen wir jetzt gerade. Aber so richtig. So, wir laufen aus Oppershausen raus. Und ich grüße alle aus der OPP-Zeit. Also damals, wo ich hier
ganz auf vorhanden war und gechillt habe. Die grüße ich alle. Also die, die mich auf jeden Fall noch kennen. Ich weiß zwar gar nicht, ob ihr alle noch hier wohnt und deswegen bin ich auch nirgendwo hingegangen, um irgendwie zu klingeln und vorbeizugucken oder so. Aber wer mich noch kennt, schreibt mal auf jeden Fall in den Kommentaren Bescheid und große Grüße. Dann lasst mal irgendwann eines Tages mal treffen, wenn ich mal wieder hier bin. Wir laufen jetzt auf jeden Fall hier vorbei und laufen jetzt bis nach, irgendwie nach Lachendorf oder so. Diese 3 Kilometer oder was da drauf steht. So, gelaufen nach Lachendorf. Und ich merke langsam, dass es immer dunkler wird. Das heißt, bald kommt Dunkle. Ich bin so ein richtiger Baktus. Leute, wir sind in Lachendorf angekommen und langsam ist dunkle geworden. Und wir wurden ein bisschen aufgehalten, aber positiv. Ein paar alte Bekannte von mir haben mich wiedererkannt und haben auf uns gewartet, sodass wir uns so ein bisschen hier unterhalten konnten. Und wir haben uns, keine Ahnung, ich glaube das erste Mal seit, boah, wie lange ist das her? Oh, keine Ahnung, bestimmt schon 14, 15 Jahre her oder so. So lange haben wir uns gar nicht mehr gesehen gehabt. Und meine Gehirnzellen sind schon so verschwommen irgendwie. Von einer so langen Dauer. Aber die haben mich auf jeden Fall wiedererkannt. Und deswegen habe ich gefreut. Geprost. Das blendet irgendwie zu stark. So ist besser. Das hat mir gerade die Augen wehgetan. Wir laufen jetzt auch aus Lachendorf raus. Und wir begehen uns jetzt gerade gleich zu dieser Brücke, wo diese angebliche weiße Frau rumschweben sollte. Wir haben uns spontan entschieden. Dein GPS-Signal ist schwach. Deine Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Position auf der Karte... Halt dein Maul. Hier, und zwar... Wir sind hier unter dieser Brücke, unter dieser blauen Brücke. Und wir haben uns ganz spontan entschieden, hier unter dieser Brücke hier zu pennen, weil das ist so schön eben und hier ist Platz drin und sowas. Das ist voll geil. Und deswegen pennen wir einfach unter der Brücke. Eben gerade ist ein Typ über die Brücke lang gefahren mit seinem hier Fahrrad. Und der hat die ganze Zeit Selbstgespräche geführt und hat sich selber angeschrien gehabt. Und das hat sich eben gerade aufgenommen gehabt. Das war amüsant gewesen. Und guck mal, eigentlich würde ich jetzt hier unter dieser Brücke nur in, wie heißt das Ding, in meiner Unterlegplane und Schlafsack einfach hier rumliegen. Aber ich dachte mir, weil ich diesen Zelt heute zum allerersten Mal benutzen werde, dachte ich mir, diesen Zelt jetzt heute aufzubauen. Von Zuschauer Dennis B. Nochmals besten Dank. Es ist aufgebaut. Ich habe mein Wurfzelt aufgebaut, erfolgreich. Und jetzt werde ich so richtig meine Wurfzeltinnereien hier reinstecken. Ich habe meine Wurfzeltinnereien hier reingemacht. Und das sieht schon mal ganz hübsch aus. Und auch vor allem, weil dieser Wurfzelt... jetzt ist meine Kamera hier umgedreht, das ist scheiße. Genau, hier. Dieser Wurfzelt, der ist anders als mein alter Wurfzelt. Weil dieser Wurfzelt, der ist von innen total schwarz. Und das heißt, da kommt kein Sonnenlicht durch. Und währenddessen mein alter Wurfzelt, da hat mir die ganze Zeit Sonnenlicht in die Fresse gescheint. So dass ich dann immer wieder wach wurde und so weiter. Und dieser Wurfzelt, der ist von außen weiß. Also gut, ich hätte es am liebsten in Camouflage, damit ich so wenig wie möglich von außen gesehen werde.
Also von draußen, also irgendwie erwischt werde, wenn ich irgendwie im Wald penne. Aber das hat auf jeden Fall diesen Effekt, dass wenn ganz viel Sonne drauf scheint, dass das innen drin nicht so aufheizt, glaube ich. Aber mal gucken, wie gut sich dieser Zelt in Regen schlägt. Da bin ich extrem gespannt drauf. Aber vom ersten Eindruck, würde ich sagen, schon alleine vom Packmaß her. Und weil der auch so schön breit ist und so lichtundurchlässig wegen den Schwarzen hier innen drin, muss ich auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall ein besseres Wurfzelt ist als mein alter. Und guck mal, mein Bruder versucht sich sein Zelt hier aufzubauen. Ja, es ist von einem Kumpel ausgeliehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das aufbaut. Ja. Ich bin nur Wurfzelte gewöhnt. So, währenddessen mein Bruder versucht hat, diesen Zelt hier aufzubauen. Ich habe da mich da auch so ein bisschen dran versucht, aber ich habe auch keine Ahnung von dieser Art von Zelt. Er hat das nicht richtig geschafft und der hält das Zelt jetzt mit seinem Fahrrad fest, dass man hier irgendwie sehen kann. Da ist sein Fahrradrad und das ist dann in dem Zelt drin und das hält das Zelt gerade. Aber genau, währenddessen er das hier versucht hat aufzubauen und das noch nicht so richtig geklappt hat, aber hier guck mal. Hier kommen langsam Blasen. Genau die Dinger, die ich so richtig geil mag. Und darauf, dass hier so eine Blasen gekommen sind, werde ich hier meine Spaghettis reinmachen. Währenddessen ich jetzt Spaghetti koche und das gleich hier, wie heißt es nochmal, mit erwärmte Bolognese verfeiner, kocht mein Bruder für sich hier Linsen. Ich bin irgendwie kein Fan von Linsen, aber egal, ich mache Spaghetti Bolognese. So, jetzt Spaghetti Bolognese Essen Start kommt. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll, deswegen filme ich ihn hier. Ja. Weil ich habe meine Kopflampe an, ich habe keinen Bock, die irgendwie runterzureißen, um mich selber zu filmen. Deswegen filme ich ihn hier. Dann erzähle ich mal kurz was. Und zwar, wie heißt das nochmal? Wir haben aufgegessen, genau, das wollte ich euch erzählen. So, wir haben jetzt ein bisschen hier rumgechillt und guck mal, wir haben jetzt diese Uhrzeit hier. 23:50 Uhr. Das heißt, in 10 Minuten werden wir auf der Brücke aufstoßen. Wir sind jetzt gerade hier auf dieser blauen Brücke hier drauf und wir haben jetzt diese Uhrzeit. 2 Minuten vor 0. Ah, jetzt ist 0 Uhr. Das heißt, weil darauf, dass jetzt gerade 0 Uhr ist, werden wir jetzt erstmal ein Bier drauf aufstoßen. Geprost. Warte mal. Jetzt kommt ein Fahrzeug. Prost. Prost. Ah, hier da hinten. Da hinten sieht man irgendwie so eine Dinger, die reflektieren. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir sehen das auf jeden Fall. Hier vorne sind so eine Reflektierdinger. Vielleicht könnten die irgendwie, weiß nicht, so einige Fahrer, Autofahrer oder wie das heißt, irgendwie erschreckt haben, diese Reflektierdinger. Und dass sie deswegen hier Unfall gebaut haben. Das können wir jetzt nicht so richtig wissen. Aber auf jeden Fall von der Seite, wenn man hier von der Seite so lang fährt und man diese Reflektierdinger hier vor der Linse hat,
man irgendwie die ganze Zeit irgendwie über so eine Geistergestalt oder sowas nachdenkt. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so eine Idee, dass das vielleicht ein Mythos sein könnte. Deswegen diesen Reflexionsdinger, die hier im Augenwinkel entsteht. Ja. Oh Gott, ey, ich bin so eine Drecksau. Sonst? Nee, fällt uns nichts irgendwie auf, was hier anders sein sollte. So, es ist jetzt 0.20 Uhr und außer diese Reflektoren haben wir gar keine andere Auffälligkeit gefunden. Es sind ganz viele Fahrzeuge schon durchgefahren und sowas und... Und ja genau, außer diese Reflektoren haben wir keine Auffälligkeit gefunden. Und deswegen beenden wir das jetzt. Und laufen jetzt wieder unter diese Brücke rein. Genau da, wo wir heute Nacht pennen werden. Und ich bin zuversichtlich, dass man hier drunter richtig gut pennen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Genau. Hier unter dieser Brücke pennen wir. Hier, guck mal. Hier ist gerade ein Windstoß aufgekommen. Und der Fahrrad von meinem Bruder ist runtergefallen. Das heißt, der ganze Zelt ist umgekippt. Das liegt jetzt auf ihn drauf. Oh Mann, jetzt ist die ganze Scheiße auf mein Handy gefallen. Da war noch Soße drin und so. So, eben gerade, wo hier dieser Windstoß ganz plötzlich kam. Na, jetzt kommt schon wieder Windstoß. So ein bisschen. Deine Kerze ist wieder ausgegangen. Ja, hier meine ganzen Kerzen, die sind hier ausgegangen. Diese hier, diese Kerze hier, diese. Hier vorne diese Kerze. Ja gut, das habe ich gar nicht gezeigt gehabt. Aber hier hatte ich auch eine Kerze drin gehabt und die ist dann bei den letzten Windstoß ist die irgendwie runtergefallen, sodass der ganze Kerzenwachs hier auf dem Boden liegt. Das ist voll widerlich. Aber genau, wir fragen uns, woher dieser Windstoß hier kommt, hier von diesen... Die weiße Frau hat uns verflucht. Ah, egal, wir müssen ja erstmal die Kerzen hier anmachen. Scheiße, jetzt funktioniert das Feuerzeug nicht mehr. Nee, das ist alles so, keine Ahnung, verstopft oder sowas. Genau jetzt in diesem Augenblick funktioniert dieser Feuerzeug nicht mehr. Aber ich habe noch ein Ersatzfeuerzeug, den werde ich jetzt auspacken. Damit wir diese ganzen Kerzen hier wieder anmachen können. So, ich habe hier mein zweites Feuerzeug und jetzt wird angemacht. Genauso wie die ganzen anderen Kerzen auch. So, meine Grabkerzen sind an. Genauso wie da drin. Und ich glaube, wir legen uns so langsam pennen. So, wenn kein Zwischenfall kommt... dann legen wir uns so langsam pennen und würde sagen, gute Nacht bis morgen. Aber bevor Ritual Start kommt, wollte ich euch zeigen, wie wir gepennt haben. Und zwar, das ist diese blaue Brücke. Und hier unter dieser blauen Brücke, da geht man hier runter. Und hier sind unsere Zelte. Hier habe ich gepennt. Und hier hat mein Bruder gepennt. Genau, so sah unser Schlafplatz für heute aus. Aber man hat eigentlich ganz gut geschlafen.
Aber der Windstoß gestern war mystisch. Aber sonst ist keine Auffälligkeit aufgefallen, glaube ich. So, die Blasen sind vorhanden. Jetzt ist Kaffee fertig. Ja, ich kann mich immer wieder wiederholen. Kaffee draußen oder in der Natur zu saufen ist geil. Und darauf, dass Kaffee ausgetrunken ist, werde ich jetzt das allerletzte von mir mitgebrachte Bier aufmachen. Geprost. Da steht drauf, Lindener Spezial. Habe ich, glaube ich, vorher noch nicht probiert gehabt. Das hat mir der Zuschauer Martin zum Probieren mitgegeben. Vielen Dank dafür. Viele Grüße. Schmeckt auf jeden Fall sehr mundig. Und hier, guck mal. Das ist das letzte Bier bis zur nächsten Tour, glaube ich. Weil heute ist Sonntag und die nächste Tour, wo ganz viel Bier getrunken wird, der ist schon Donnerstag. Und ich brauche da ein paar Tage Pause zwischen. Das ist wichtig für die Gesundheit. So, ich habe jetzt meine Wurfzeltinnereien hier rausgemacht. Und das war voll cool gewesen, da drin zu pennen. Also auf jeden Fall sehr viel besser als mein altes Zelt. Das alte Zelt habe ich an Itzniko in die Hand gedrückt, weil der hatte ja kein Zelt gehabt. Aber die Konstruktion von diesem Zelt ist ganz anders als mein alter Wurfzelt. Das heißt, das Zusammenbauen geht irgendwie komplizierter. Und ich hatte das nur ein einziges Mal zusammengebaut mit Hilfe eines Tutorials. Und ich habe jetzt gerade kein Tutorial zur Hand. Das heißt, mal sehen, ob ich das in meinem Gehirn genauso exakt so gespeichert bekommen habe. Dass ich das jetzt zusammengebaut bekomme. Da bin ich ganz gespannt drauf und das probiere ich jetzt. Irgendwie habe ich das vergessen, wie das funktioniert hat. Leute, ich habe nach dem zweiten Versuch geschafft, diesen Wurfzelt zusammenzubauen. Aber genau in diesem Moment, wo ich das zusammengebaut habe, habe ich leider die Kamera nicht angehabt. aber jetzt erstmal die ganzen Sachen zusammenpacken. Mein Bruder hat Probleme, sein Zelt hier in seiner Zelttasche reinzudrücken. Ist ja nicht mal mein Zelt. Du musst das mit Kopf machen. Und dann schaffst du das irgendwann. Ja, ja, genau so. Und nicht anders. So, die Sachen sind gepackt, Müll ist auch eingepackt und jetzt zurücklaufen Start kommt. So, wir sind jetzt auf dieser Brücke drauf, also bei dieser blauen Brücke hier. Und jetzt wirklich zurücklaufen Start kommt. Wir laufen jetzt genau denselben Weg zurück, wie wir gestern hingelaufen sind. Und wir laufen jetzt, wir kommen gleich in Lachendorf an, oder sehr bald zumindest. Leute, wenn ihr in der Winterzeit irgendwo nirgendwo seid und irgendwie Hunger bekommt oder so, weil ihr keine Ahnung wo seid, dann hier, diese Dinger hier, von diesen Kiefern, die Teile hier, die kann man fressen und das wächst das ganze Jahr über. Also hier, diese Dinger hier. Es gibt, glaube ich, auch sogar Energie oder sowas. Aber keine Ahnung, aber das kann man auf jeden Fall essen. Falls ihr in so einer Notsituation sein solltet oder so. In der Winterzeit.
kann man fressen. So, jetzt laufen wir weiter bis nach Lachendorf erstmal. Wir sind in Lachendorf angekommen und ich habe voll Hunger. Ich habe richtig Hunger. Endlich einen Mülleimer gefunden. Oh Scheiße, mein Akku ist gerade leer gegangen. Ich musste meinen Akku tauschen. Aber hier, guck mal, der ganze Müll habe ich entsorgt. Der hat mich die ganze Zeit so richtig genervt und sowas. Der hat richtig gestört. Aber jetzt gelaufen wir zum Dönerladen, um Döner zu essen. So, wir sind hier bei diesem Dönerladen, wo ich schon seit sehr vielen Jahren keinen Döner mehr gegessen habe. Und das ist so lange her, dass ich schon den Geschmack vergessen habe, wie der nochmal geschmeckt hat. Und deswegen freuen wir uns auf diesen Döner, wenn wir hier die Döner gekauft haben. Also werden wir jetzt Döner kaufen gehen. So, wir haben Döner gekauft und der riecht schon richtig gut und der sieht auch voll cool aus. Richtig geil. Und jetzt Döner essen Start kommt. So, ich habe Döner aufgegessen und ich muss sagen, die ersten paar Bissen, die waren echt gut gewesen. Aber je fertiger ich diesen Döner aufgegessen hatte, desto stärker hat er nach Standarddöner geschmeckt. Aber ich finde, die Soßen sind ein bisschen spezieller als so ein Standarddöner. Also war schon etwas besser gewesen, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, würde ich sagen. Aber von dem Döner bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Wir laufen gerade aus Lachendorf raus und wir laufen gerade durch diesem Gebiet, wo hier diese Viecher mit den Hörnern auf dem Kopf jederzeit von der Seite uns anspringen könnten. Guck mal, hier vorne ist Feldlandschaft und dahinter so eine Biogasanlage oder sowas. Und da stinkt hier nach Mülleimer irgendwie. Das ist so ein richtig ranziger, räudiger Restmülleimer. Und hier vorne stinkt das so, als ob so ein bisschen, wie heißt das Ding, scheiße Geruchmaschine hier drauf gefahren ist. Also gestern, wo wir hier lang gelaufen sind, da hat das hier an dieser Stelle nach Käsefüße gerochen. Also nach richtig verkäsigte Käsefüße. Aber jetzt gerade riecht das irgendwie nach vollgeschissene Grasen, die mit hier von der scheiße Geruchmaschine voll gespritzt worden sind. So riecht das hier. So, er hier, also mein Bruder, der hat noch was geplant und der muss morgen früh aufstehen zur Schule und so weiter. Und ihm dauert das zu lange, dass ich die ganze Zeit diesen Wagen hier nach Hause schiebe. Also nach Aikling meine ich jetzt. Und genau, damit ihr Bescheid wisst, dass er sich hier verabschiedet und ich alleine weiter gelaufen bis nach Aikling. Macht's gut, hat mir Spaß gemacht. Ja, müssen wir ganz viel Wiederholung machen. Mit draußen pennen. So. Mein Bruder ist gerade weggefahren und ich betrete gerade schon wieder Oppershausen. Ich laufe jetzt gerade durch Oppershausen durch. Ich bin gerade durch Oppershausen durchgelaufen und jetzt laufe ich schon wieder da, wo dieser Aller hier ist. Auf dieser Allerbrücke. Aber jetzt laufe ich nach Wienhausen und es sind wenige hundert Meter von hier entfernt. Ich bin in Wienhausen, Ortsmitte. Und ich habe euch vergessen, den Ortsschild zu zeigen, weil ich daran vorbeigelaufen bin. Guck mal, das hier, das ist diese Turnhalle hier in Wienhausen. Und damals, als ich hier noch in dieser Umgebung gewohnt hatte, da war ich hier in Volleyballverein drin gewesen. Das weiß ich doch ganz genau. Ich bin jetzt hier in dieser Bushaltestelle und ich setze mich kurz hin, weil guck mal, da hinten, keine Ahnung, ob ihr das seht, aber da oben, da braut sich so eine richtige Gewitterwolke auf. Und ich habe keinen Bock, dass wenn ich jetzt nach Aikling laufe und kurz vor Aikling oder so oder zwischen Wiederhaus und Aikling, dass ich da voll nass werde und so weiter. Und diese ganzen Tropfen da mir auf den Kopf fallen und sowas, das wird mich total nerven. Und dass meine ganzen Sachen dann komplett nass sind. Und weil ich nicht weiß, ob diese Wolke tatsächlich hier zu mir herkommt oder ob die einfach nur zur Seite zieht, dachte ich mir, ich würde hier ein paar Minuten rumchillen und das beobachten. Boah, ich habe hier, keine Ahnung, eine Viertelstunde rumgechillt und ich bin so ein richtiger Gehirnabschaum. Und wisst ihr warum? Weil ich gedacht habe, dass da oben eine voll Fettgewitterwolke kommt. Aber das sah nur so aus. Ich dachte, da kommt gleich voll Fettregen und sowas.
Aber das war doch keine Gewitterwolke gewesen. Das heißt, es kommt doch kein Regen und ich gehe jetzt einfach weiter. Ich bin so ein Gehirnabfall, dass ich euch mit meiner nervigen Kopflampe anleuchten tue. Guck mal, ich bin in Aiklingen angekommen. Das heißt, jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich in Aiklingen angekommen bin. So, ich bin ein Stückchen in Aiklingen reingelaufen und ich werde gleich meine Mutter besuchen kommen, weil die wohnt ja hier und ich bin auch gleich da. Und von daher, und ich werde auch bei ihr heute Nacht nächtigen. Und von daher würde ich sagen, das ist die Tour ist zu Ende. Krankheit. Krankheit. So sieht diese Ruine aus, wo wir geschlafen, wo wir drin gepennt haben. Also da drin haben wir heute übernachtet. Das war chillig.